Dodge Rolls vergesse ich leider immer wieder, dass das ja in dem Spiel möglich ist. Back so soon. Aber ist man mit der Dodge Roll unverwundbar, kann durch Schüsse durch? Weiß ich gerade gar nicht. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. So, wir gehen einfach mal in den Story-Modus rein und da suche ich mir einen Helden aus. Ich habe Staubbube und Knochenbube als Gegner. Staubbube ist das Tutorial, machen mal Knochenbube hier. Time for you to face my undead army. Meet the Jack of Skulls. Hattest du auch mal das kostenlose FMV, das ich über Skype geschickt habe, angeschaut? Boah Gott, kannst du mir kurz einen Namen sagen? Was war denn das? Da klingelt es gerade nicht bei mir. Möchtest du ein empfohlenes Ausrüstungsbegegnungsdeck verwenden? Jo, warum nicht? Dankeschön. Abenteuer Standardmodus. Jo, dann. Willkommen im Joker-Update von Hand of Fate. Hab ich das? Dieses Update fügt verschiedene Schicksale hinzu, die du auswählen kannst, um die Art des Gameplays zu verändern. Jedes Schicksal bietet dir verschiedene Modifikatoren im Spiel. Aha. Abenteuer bietet das standardmäßige Spielerlebnis ohne besondere Abwandlung der Regeln oder Decks. Schwerer Modus. Was ist das? Einfacher Modus. Soldatenausbildung, Schattenagent. Ja, die kann ich ja nicht. Muss ich die wahrscheinlich freischalten oder so. Oder, Moment, was heißt kaufen? Echtgeld kaufen oder Spielgeld kaufen? Dieses Schicksal wird durch Joker freigeschaltet. Möchtest du jetzt im Steam... alles klar. Ja, ja. Ich bleib bei Standardmodus. Eco oder so. Das sagt mir gerade wirklich gar nichts. Naja, habe ich noch mehr zum Angucken, ne? Ist ja nicht verkehrt. Spiel starten. New content awaits you. It will be awarded when you complete your run. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. You play for life and death. Prepare yourself. Okay, so. Wenn du mal wieder auf das streamst, ja genau. So, für alle, die Hand of Hate gar nicht kennen, da unten ist jetzt mein ganzes Gedöns. Ich habe Gesundheit 100 von 100, Rationen habe ich 20, ich verbrauche ständig bei Bewegungen Rationen, wenn ich keine Ration mehr habe, ne, kann man sich denken. Gold habe ich ebenfalls, nicht viel, aber ich hab's und damit kann man bei Shops neue Karten, sprich neue Ausrüstungsgegenstände kaufen. Meine Ausrüstungsgegenstände selbst sehe ich hier. Momentan habe ich eine stinknormale rostige Axt und eine leichte Rüstung, mehr habe ich hier gar nicht an. Und das war dann auch. Ja, unterwegs hier kann ich, hier unten in der Mitte ist mein Spielfeld, da ist mein Charakter, ich stehe gerade auf den Treppen. Das Ganze ist aufgebaut wie eben, sagen wir mal, in Zelda Dungeon oder Binding of Isaac Dungeon. Heißt, jede von den zugedeckten Karten ist ein Feld, auf das ich drauflatschen kann, dann wird die Karte aufgedeckt und was da drauf abgebildet ist, wird ausgehandelt. Sei es jetzt Gegner oder Items, die ich finde, ein Shop, in den ich lande oder eine Treppe, mit der ich in die nächste Ebene gehen kann, da werden die Karten wieder eingesammelt und ein neuer Dungeon quasi ausgelegt. Und ja, es geht darum, gewisse Sachen zu finden. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sich nochmal angucken kann. Meine Mission, Verbesserung, nee, so kann man gerade nicht. Ich glaube, ich muss 3 Vorräte sammeln oder irgend sowas, um diesen Dungeon hier abzuschließen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal los. Ich kann mich immer nur eine Karte weit bewegen. Macht ja auch Sinn, ne? So, hier finde ich gleich mal den Hauptmann der Wache. Und dann gibt es hier nämlich so eine Art Pen-and-Paper-Story. Weiter oben ertönt ein Schrei und Kampfgeräusche. Du rennst los und entdeckst einen Krieger, der von Untoten umringt ist. Und jetzt haben wir hier nämlich so einen Token und 2 Schädel. Gebrochene Knochen liegen um den Mann verstreut. Schnauze, ich bin am Reden. Gebrochene Knochen liegen um den Mann verstreut herum, doch es nähern sich ihm immer mehr Gegner und er scheint schwer verletzt zu sein. Ich hoffe, du machst irgendwann auch mal ein Brettspielvideo zu den Zwergen. Würde ich gerne machen. Sobald, vielleicht sogar mit Marco, wenn er da ist. Weiß ich nie, ob der Lust auf sowas hat.
in der momentanen Situation. Aber vielleicht, wenn er Bock drauf hat, würde ich auch ein Video mit Marco machen zu die Zwerge, weil mit Trial geht es ja jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht. Und Lou spielt ja sowieso keine Brettspiele mit mir. Aber würde ich gerne machen, ja. Ansonsten stelle ich es irgendwie mal alleine vor, aber das ist halt immer nur so halb geil. Fremder, ruft er und wirft dir seine Waffe zu. Hier, nimm meine Keule und bereite diesen Monströsitäten ein Ende. Okay, zwei Schädel, das heißt zwei Gegner sind auf dem Schlachtfeld jetzt gleich. Und ich bekomme eine Keule, die Schaden 27 macht. Ja, ja. Ausrüstungsgegenstände mit diesem Attribut säen in den Untoten Angst wie sonst nichts. Sie erleiden mehr Schaden und können in der Nähe solcher heiligen Reliquien nicht wiedererweckt werden. Das ist schön, eine heilige Waffe also. Die nehme ich mir natürlich gleich und ersetze damit meine blöde Schrottaxt. Ja, bin ich. Ich bin mir sehr sicher, dass es die richtige Wahl ist. So, und jetzt, wir sehen hier zwei Schädel, das heißt, zwei Gegner sind jetzt hier auf dem Schlachtfeld und werden jetzt hier gespawnt. Ich hier, die Gegner dort und hier kommt meine Ausrüstung, die mit mir gespawnt wird. Zack. Und ein bisschen Gold. So, und los geht's. Jetzt haben wir Echtzeit-Kampfsystem. So ein bisschen wie God of War. Man muss Echtzeit... Okay, das war jetzt pups einfach, weil das sind halt nur zwei kribbelige Skelette. Man muss ausweichen, man muss die richtigen Tasten drücken im richtigen Moment. Zum Beispiel eine Ausweichrolle oder einen Block oder irgend sowas in der Art. Quasi so eine Art Steinschere-Papier-Prinzip. Du hast gut gekämpft, behalte die Keule. Wir haben in der Kaserne mehr als genug davon. Kaserne? Ne, Kaderne. Was? Kadere, Himmelarsch. Die Stadt. Sagt er, während er sich langsam aufrappelt. Die Berichte von Untoten in unserem Königreich häufen sich und ich kam her, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er hält inne und besieht sich die Knochenstücke. Es waren mehr, als ich erwartet hatte. Etwas Böses muss sich entschieden haben, hier Fuß zu fassen und hat seine Lakaien vorgeschickt. Ich muss zurück in die Hauptstadt und dem Herzog davon berichten. Pass auf dich auf, Fremder. Hier ist etwas Mächtigeres als ein paar Skelette am Werke. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Da ist der Token. Wunderbar. Die Token kann man nachher einlösen. Try die faule Studentensocke. Ja, Urlaub, ne? Immer Urlaub. So, ich gehe jetzt mal hier lang und da ist eine gewundene Schlucht. Okay. Im Sonnenlicht siehst du eine Waffe glitzern, die neben dem Skelett am Boden in der Schlucht liegt. Jetzt könnten wir runterklettern, um uns die Waffe zu holen. Allerdings haben wir halt gerade, was sehr gut ist gegen die Skelette, nämlich eine heilige Waffe. Ich meine, wir können ja trotzdem runter und so uns angucken. Wir haben jetzt hier vier Karten, von denen wir random eine ziehen müssen. Eine ist ein Misserfolg, drei sind ein Erfolg. Und das war richtig, wir haben einen Erfolg. Und mit größter Vorsicht machst du dich auf den Weg zum Grund der Schlucht. Du holst dir die Waffe vom uralten Leichnam. Ziehe eine Ausrüstungskarte. Das tue ich doch mal und bekomme dafür ein Schwert. Ist nicht so stark und nicht heilig. Alles klar. Ciao, Edna. Dankeschön fürs Reinschauen. So, ich möchte natürlich nicht diese Waffe ausrüsten, aber ich habe sie trotzdem im Inventar. Wenn ich bei dem Händler komme, kann ich sie verkaufen. So, gehen wir hier hin. Man kann übrigens nicht diagonal gehen, immer nur in gerade Richtung rechts, links, oben, unten. Ihr seht auch, ich habe nur 17 Rationen, also das verbraucht man langsam. Fluss. Und wieder ein Token. Sieht man immer unten auf der Karte. Das Token-Symbol. Dein Weg wird von einem Fluss durchkreuzt. Das Wasser ist klar, doch die Strömung stark. Versuche den Fluss zu durchqueren oder kehre um. Natürlich versuche ich es. Und da haben wir einen enormen Erfolg, zwei Erfolge und einen Misserfolg. Das ist ein normaler Erfolg. Deine leichte Rüstung macht das Durchqueren des Flusses ziemlich leicht. Du erreichst die andere Seite kalt und durchnässt, aber unverletzt. Und dafür bekomme ich den Token nicht, weil es war kein besonderer Erfolg. Naja, und die letzte Karte, die Treppen logischerweise. Ich komme in den nächsten Dungeon. Du lässt dich auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Okay. Das hier ist recht linear offensichtlich. Herr Leo? Während du mit deinem
Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt dich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Stock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Sein schrumpfliges Gesicht... Hat er einen falschen Bart angeklebt in der Karte? Ich glaube ja. Sein schrumpfliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit meinem selbst angefertigten Zauberstab einen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Ein paar Augenblicke lang gackert er haltlos, dann wartet er geduldig auf deine Antwort. Gib ihm das Brot von deinem Teller, gib ihm 20 Gold, frag ihn, was er braucht, oder ignoriere den Kobold. Ich gebe ihm jetzt nicht das Brot, ich weiß ja gar nicht, ob er das will. Was willst du denn? Was ich will? Ich will dir helfen. Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Und verzieht den Mund zu einem Lächeln, das all seine gelblichen Zahnstummel offenbart. Du erinnerst dich an meinen Sohn. Wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Zieh eine Ausrüstungskarte. Das war gut, es lief gut. Und wir bekommen den Atem der Standhaftigkeit, ausgerechnet von dem Typ mit dem scheiß Mundgeruch. Der Sale gibt bis 4. Januar. Oh, okay. Ich habe ein bisschen Weihnachtsgeld bekommen. Mal gucken. Jede dritte Begegnung verbraucht keine Ration. Drücke die B-Taste, um ein Ziel. Okay. Was? Drücke die B-Taste, um dem Ziel einen Schildschlag zu versetzen. Drücke die Y-Taste, um Geschosse abzuwehren. Oh, okay. Na, das nehme ich doch. Bevor du ihn aufhalten kannst, schnappt er sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit eine entlegene Zwiebel vom Teller und rennt. Eine eingelegte Zwiebel vom Teller und rennt zur Wirtshaustür hinaus. Das war so Herr Leo. Die Maid auf dem Pferd. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Merith, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reiches. Nach welcher Gabe verlangt es dir? Bitte um längeres Leben, bitte um Vorräte oder bitte um Gold. Ich brauche Vorräte langsam. Von diesem Brot kannst du viele Tage lang zehren. Der Geber zieht dir 2 Rationen Gewinnkarten. Erhalte 3 Rationen. Erhalte 10 Rationen. Zufrieden. Es heißt, dass scharfsichtige Abenteurer sich gegen die schlimmsten Wogen der wankelmütigen Glücksgöttin schützen könne. Lebe wohl, Sterblicher. Das freut mir. Und da ist der reisende Kesselflicker ein Händler. Hätten wir jetzt eben auch Geld nehmen können, aber egal. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Da gehen wir nochmal hin. Sei gegrüßt, weiser Reisender. Wir haben dir viel zu bieten. Ich dir nicht, denn ich bin pleite. Ja, okay, das kann man jetzt überspringen. Okay, so, wir können den Gegenstand verkaufen, nämlich das Schwert, das brauchen wir nicht mehr. Nur für 4, ui. Und die Keule und den Atem haben wir beides in Benutzung. Rationen brauchen wir keine kaufen. Gibt's irgendwas für 14 Gold, was mir was bringt? Ein Helm des Entdeckers. Mittlere Rüstung. Ernsthaft, es fehlt mir wirklich ein Gold für die mittlere Rüstung. So ein Mist. Eine miese Axt und ein Söldnervertrag. Drücke rechter Bumper, um eine Aura zu aktivieren, die mit jedem gelungenen Schlag Gold fallen lässt. Boah, und das kostet auch 4 Gold. Ja, kann ich mir nicht leisten. Von daher, schade. Ich habe gehofft, das Schwert bringt ein bisschen mehr Kohle. Oh well. Treppe. Head downwards, if you dare. Natürlich dare ich. Go, go. Good. Now all you need to do is find and kill the Jack of Skulls and we can progress. Okay, Schädelbuben muss ich platt machen. Ein gewundener Pfad. Plötzlich stürzt ein Baum auf den Pfad und versperrt den Weg. Der Geber zieht eine Monsterkarte. Ein 2er Staub. Greife das feige Gesindel an, das es wagt, dich zu bedrohen. Natürlich, gib ihnen all dein Gold, ja genau. Du stößt einen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffe. Der Kampf beginnt. Na denn? Gebt jetzt ordentlich üfte Kante. Kommt her, ihr Waschlappen. Gut, sind keine Heiligen, ne? Oh, verdammt. Nee, hat noch funktioniert. Ich konnte blocken. Eigentlich hat das Kampfsystem mehr was von Batman.
Ausgezeichnet. Perfekt erledigt. Alle tot. Ziehe 3 Gewinnkarten. Was gibt's denn? Ausrüstung? Ein Söldnervertrag. Na toll. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to raise. 30 Gold. Tja, hier ist nur leider kein Händler jetzt. Halle des Toten Königs. Oh. If it were not for greed, then who would play at this game? Da hat er recht. Wusstest du schon, dass vor kurzem ein Remake von Black Mirror rauskam? Vom ersten? Ist das gut? Weil das wäre sehr schön. Weil ich liebe Black Mirror 1. Ich mag die Story unglaublich gerne und ich habe das Hörspiel davon ungefähr 2 Millionen Mal gehört. Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg in der Hauptgrabkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Ziehe 2 Monsterkarten und versuche mit einem Überraschungsangriff zu überrumpeln. Jawohl. Oh je, 50-50 Chance. Ah. Das hat nicht funktioniert. Beim Näherkommen wirst du entdeckt und die Kreaturen machen sich auf den Kampf bereit. Deswegen gibt es vermutlich für mich den Token nicht. Aber, naja. Passiert. Hauptsache wir überleben. Artefakte habe ich noch nie gehabt. Muss ich jetzt aber... Oh, probieren wir es mal. Weil wenn die Viecher hier lange noch leben, kriege ich ja ordentlich Geld. Yay. Lots of money, money, money. Es hat schlechte Bewertung. Na, klasse. Du plünderst den Raum aus. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ziel einer Ausrüstung. Ich habe doch das Token bekommen, das ist ja cool. Was? Damokles. Drücke während des Kampfes rechter Bumper, um ein Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen. Cool. Mehr Gold oder diese Fähigkeit? Ich hole mal diese Fähigkeit. Hm. Okay. Und das Token. Dankeschön. Guter Tritt. Stimmt. Räuberangriff. Dammit. Our bandits are displeased with your challenges. Eine Räuberbande greift dich plötzlich an. Der Staubkönig ist nicht sehr erfreut, dass du seine Männer tötest. Der Geber zieht dir 1 Monsterkarte. Sagt dir die Vision Novel Steins Gate was? Nee, sagt mir nichts. Ich habe schon eine größere Gruppe Leute gekillt. Uah. So, ich dachte, ich habe den getötet jetzt. Hurra! Was meinst du mit I will bear that in mind? Nee, du legst mir keine stärkeren Karten jetzt aus. Zwischen den Leichen findest du ein Stück Papier mit der großen Beschreibung von dir und deinem Kopfgeld. Unterzeichnet vom Staubkönig. Der Geber zieht dir 1 Gewinnkarte. 20 Gold. Naja, es sind nur 2 Karten da, so viele werden mich jetzt wahrscheinlich nicht angreifen. Reisender Magier. Oho. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit den Wanderern Abenteuer Handel treiben will. Jetzt habe ich ja endlich mal Kohle, über 100 Gold. Da kann man ja was, ne? Kann man ja vielleicht mal was machen. Vielleicht jetzt noch gerade praktisch vorm Boss. Söldnervertrag hauen wir jetzt weg. Bringt nochmal ein bisschen was. Aktion brauche ich definitiv nicht mehr. Hermesgeweih. Echsenmenschen erleiden doppelten Schaden durch Angriffe des Spielers. Nein, ich glaube, wir haben keine Echsenmenschen jetzt hier. Mütze des Plünderers. Wenn du Vorräte ziehst, ziehe stattdessen 2 Karten und wähle eine aus. Aha. Drachenring. Während alle Drachenreliquien ausgerüstet sind, erhältst du 50% maximale Gesundheit und wirst nach jedem Kampf komplett geheilt. Nice. Alchemistisches Silber. Drücke rechter Bumper, mit jedem erfolgreichen Schlag schneller anzugreifen. Je länger deine Combo, umso explosiver die Reaktion. Nutzt mir jetzt gerade nicht viel. Nutzt mir gerade gar nichts, weil ich keine anderen Drachenreliquien habe.
bringt mir jetzt auch nichts mehr, weil das die letzte Karte ist, wo ich jetzt den Large. Manic Mansion gibt es jetzt bei Steam, habe ich auch gesehen, war ich sehr verwundert. Deswegen nehme ich jetzt Hermes Geweih einfach nur, damit ich irgendeinen Helm habe. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendein Ex-Mensch ist, aber... Naja. Besser als gar nichts. So, okay. Habe ich ausgerüstet jetzt, ne? Ja, habe ich. Dann, letzte Karte. Bitteschön. Knochenbube, da ist er. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Dieser hartnäckige Untote lässt sich ungewöhnlich schwer zur ewigen Ruhe betten. Neben seiner unglaublichen Stärke besitzt dieses Skelett die Macht, vor kurzem besiegte Skelette in seiner unmittelbaren Nähe wieder auferstehen zu lassen. Diese unheiligen Abscheulichkeiten dienen als Hauptmänner für Truppen niederer Skelette. Für Truppen Niederskelette und erfüllen die Herzen aller warmblütigen Völker mit Grauen. Denn bis dieser Unhold besiegt ist, ist die Zahl ihrer Legionen im Grunde endlos. Zwei Token gibt's dafür. Nett gemeint. Ich habe meinen, ich habe meinen... Hallo Sensenmann TV. Okay, vier. Und der Boss wahrscheinlich. Ja, da ist er schon. Schädelbube. Und da hinten vier von den Typen, die er immer wieder beleben kann. Ich habe meinen Damokles, genau. Shots from rifles cannot be deflected. You would do better to avoid them. Are you agile enough? Okay, es ist ein Schütze dabei, das ist unangenehm. Kann ich nicht mehr rechtzeitig weg. Oh, wow. Moment mal, ich hab den noch nicht schon gekillt, oder? Ja, das war dumm jetzt. War ich zu gierig? Gibt's eine heilige Handgranate? Die fehlt irgendwie, das stimmt. Was war das denn für ein Boss? Der ging ja schneller kaputt als seine Furzeinheiten. Knochenbube. Naja, dass Skelette jetzt nicht so der ganz große Knüller sind, war ja eigentlich vorher klar. Well done. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs. And even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? Weiß ich nicht. The question, is it not? Du kannst ja kein Arschloch sein und mir gute Karten hinlegen, dann hätte sich das Problem erledigt, Junge. So, gucken wir mal, was unsere Tokens so bringen. Der DSC Mord auf hoher See ist da. What? Das Landrattennest. Heißt das, ich habe gerade ein DSC freigeschaltet oder bedeutet das, ich darf jetzt ein DSC kaufen, weil ich... Okay. Die Jagd nach dem Weißen Minotaurus hat begonnen. Das Lied des Weißen Minotaurus. Eine Quest. Schön. Was haben wir hier? Der Weiße Rat weitet seinen Einfluss aus. Der DSC, die Hallen des Koboldkönigs ist da. Das ist schön. Die Unterwelt erwartet dein Opfer. Anstößige Ankunft. Viele neue Missionen. So, jetzt hier die eigentlichen Tokens für Karten. Dafür, dass du dem Hauptmann der Wache geholfen hast, erhältst du eine Keule und eine Keule. Naja, fürs Deck, fürs nächste Mal. Starte ich mit einer Keule. Super. Für das Erkunden der Halle der Toten, des Totenkönigs erhältst du eine Schatztruhe und weitere Token dafür. Okay. Als Belohnung für den Sieg über den Skelettboom erhältst du diese neuen Karten. Ich erhalte den Feuertiegel, Staubdame, hilfreicher Priester und den Wüstensturm. Alles Tokenkarten. Schön, schön. Das sind natürlich Karten, die ich nachher auf dem Tisch hätte, wo ich drauflatschen könnte. Als Belohnung für deinen Sieg über den Skelettboom erhältst du diese neuen Karten. Den Helm des Abschmetterns. Aha. Zehrende Scham. Engelsflügel und Frosthauer. Frosthauer klingt cool. Okay. So, wir könnten jetzt eben wieder austeilen und dann einen neuen Boss. Einen neuen Boss nehmen. Wir können jetzt mal gucken. Hier haben wir jetzt eben
die Staubdame. Die haben wir hier gerade freigeschaltet. Das wäre unser nächster Gegner. Aber ich habe einen fürchterlichen Hunger und meine Pizza da hinten dürfte jetzt mittlerweile eigentlich schon kalt sein. Ich will jetzt futtern. Und da ist ja eh nur so ein spontaner Random Stream war, um zu sagen, hallo, ich habe wieder Internet und yay, scheinbar geht's. Würde ich auf jeden Fall jetzt Feierabend machen und sagen Dankeschön fürs Zugucken. Ich glaube, Hand of Fate werde ich noch mehrmals zocken, es macht echt Laune. Und werde das im Stream mal als so ein Roguelike-Projekt halt mit einstreuen, dass man immer mal wieder so eine Runde spielen kann. Es dauert nicht ewig und macht Laune und es ist immer was anderes. Und ansonsten werde ich mich demnächst dran setzen. Ich weiß nicht, ob es direkt im nächsten Stream ist, aber demnächst wieder dran setzen, Danganronpa weiterzuspielen, damit wir da nicht noch längere Lücke haben. Wann ich das nächste Mal streame, kann ich noch nicht sagen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ergeben, wie die Zeit jetzt sein wird. Und außerdem ist ja auch noch Weihnachten und Co., ne? Das war fürchterlich passend gerade. Dankeschön. Gut. Dann nochmal Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Auch wieder. Tschüss.